Sorry, tut mir leid. Tut mir leid. Hier, bitte. Hey! Das ist ja ein Zufall. Kennen wir uns? Ja klar. Gestern an der Bushaltestelle, weißt du noch? Du standst da vor mir und machst du so einen Kurs? Ja, was mit Kochen vielleicht. Ah. Und du? Computerkurs, Excel. Wow. Und was macht ihr da so? Tabellenkalkulation. Sag mal, an welcher Bushaltestelle? Du machst deinen Kochkurs hier, ne? Finde ich toll. Also finde ich toll, wenn Frauen, wenn am... ich meine, also du kochst ziemlich gerne, was? Ja, total. Liebe geht durch den Magen, kreativ, unsinnlich, am Herd. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn der Koch verknallt ist, dann versalzt er das Essen. Wie steht's denn mit dir und dem Salz? Ach, egal. Jedenfalls, also vor dem Computerkurs habe ich so einen Yoga-Kurs gemacht. Yoga? Das ist ganz schön anstrengend. Also mit den ganzen Übungen, ja. Gleichgewicht halten, die Mitte finden, atmen. Wir sind uns noch nie begegnet, stimmt's? Doch! An der Bushaltestelle. Und es war Schienenersatzverkehr. Die ganzen Leute standen da und wir haben uns dann da reingedrängt. Es war tierisch viel los. Und saß ich da, du standst neben mir und ich hab dir dann meinen Platz angeboten. Aber dann wohl irgendwie aus den Augen verloren. Es gibt gar keine Geschichte zwischen uns an der Bushaltestelle. Stimmt's? Stimmt! Es gibt keine! Warte mal! Wollen wir nicht einen Kaffee trinken gehen? Okay. Oder wir fahren hin. Mit dem Bus. Mit dem Bus.